der Schenk, es sind zwei, drei leider. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, das war ja interkommunale Beschaffung mit der Stadt Bayreuth zusammen. Ja, ich will jetzt gar nicht weiter große Reden schwingen, deswegen traut euch näher ran ans Gerät, schaut's an, lauft einmal aus rum. Es hört sich und klingt vielleicht viel, drei Drehleitern für die Stadt Bamberg. Das ist aber nicht so, weil eben es kann natürlich sein, dass zum einen mal Paralleleinsätze laufen, zum anderen aber auch, es gibt ja einige Hochhäuser in Bamberg, wo der zweite bauliche Rettungsweg nicht gegeben ist, wo wir als Feuerwehr praktisch hier unterstützen müssen mit der sogenannten Drehleiter, um Personen eben aus der Höhe zu retten. Die kann sogar mehr, also mehr in dem Sinn. Wir haben hier einen 5-Mann-Korb verbaut praktisch, also auch da geht die Zeit weiter und auch das Moderne weiter. Die vorherige Drehleiter hatte noch einen 4-Mann-Korb. Früher weiß ich noch, ganz früher, vor 10, 15 Jahren, da hat man dann einen 2-Mann-Korb noch gehabt, aber wie gesagt, die neue Drehleiter hat einen 5-Mann-Korb. Kosten belaufen sich auf rund 680.000 Euro. Und von der Rettungshöhe kann man sagen, 30 Meter kann man sie in die Höhe ausfahren sozusagen.